Ja, liebe Freunde, dann heiße ich euch mal zur zweiten Folge in unserem Build and Chill-Format herzlich willkommen. Ja, ich hoffe, die erste Folge hat euch schon mal ganz gut gefallen. Ja, ihr seht schon, wir haben ja uns so einen kleinen Unterschlupf gebaut von letztem Mal noch, ne, wo wir schon mal ein paar notdürftige Sachen ja, hier schon mal gebaut haben. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir uns an der Oberwelt ein chilliges kleines Dörfchen hierhin aufbauen, wo man am Spawn halt direkt, dass man nicht im Nichts spawnt, wenn man hier auf dem Server connectet. Und ja, da würde ich mal sagen, viel Spaß dabei und dann legen wir jetzt mal los. Ist es denn schon der Tag wenigstens? Los geht's, Tag. Ja, nice. Super. Ich ernte mal ein paar von diesen Ach, guck mal, wer da, guck mal, da kommt. Ja. Oh, 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 oh! Alter, die Sonne von der Skelette! Wow! Okay, das Skelett hat sich selber gefinisht. Au, au, au! Ein bisschen ungünstig hier gebaut. Au, au, au! Au! Der Fall. Sagst, ah, Scheiße, warte mal, das muss ich anders machen. Du hast einen Pfeil im Fuß, steckt mit deinem Knie eher. Also ich würde dir empfehlen, mach zwei Platz dazwischen, da bist du, ist der Noob-Filter nicht so ganz so krass. Nee, nee, ich mach hier folgendes. Ich brauche ein bisschen Erde. Jo. Würdest du das so machen, Bro, dass wir uns hier so ein kleines Dörfchen bauen und vielleicht mit so einer kleinen Holzpalisade drumrum zum Schutz vor Monstern oder sowas? Was würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall hier irgendwas oberhalb. Ja, dass man halt nachts nicht unbedingt immer in unser Erdloch da zurückkriechen muss, so, ne? Das fände ich, glaube ich, ganz gut. Aber da brauchen wir erstmal ein bisschen Holz und gut, Steine haben wir ja schon einiges zum Glück, dadurch, dass wir unsere Tunnel da unten angelegt haben. So, oh. Boah, ich habe aber auch. Ach, das hier so, weißt du? Ah, das ist natürlich noch safer, das ist gut. Oh Mann, ey, war das gerade gut. Du hast mehr Schaden von den Büschen als von den Monstern gekriegt. Definitiv, ja. Ja, diese Büsche sind aber echt tricky. Aber wusstest du, dass man jetzt auch irgendwie Creeper-Explosionen mit einem Schild abblocken kann, wenn du das Schild quasi vor dich hältst? So. Echt? Seit wann? Das habe ich bei Basti GRG mal gesehen. Da kam ein Creeper, der hält das Schild vor sich, hat ja keinen Schaden genommen von dem von der Explosion. War ich auch ganz überrascht. Ich dachte so, oha, was geht ab? Geh mal ein bisschen angeln hier. Ja, das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall. Geht das eigentlich noch, dass man sich aus Wolle, auch also aus Fäden, auch so einen Wollblock machen kann? Geht das noch? Ja, ne, müsste eigentlich. Bestimmt. Weil ich meine, ich glaube, wir haben so ein. Meinst du aus neuen Fäden? Ja, genau, weil ich meine, ich glaube, eine andere Möglichkeit im Moment auf dem Bett haben wir nicht so wirklich, ne? Wir sind ja im Moment so ein bisschen, ja. Oh Gott, oh, Alter, ein Endermann. Oh Gott. Guck den bloß nicht an. Ja, mit dem sollst du dich besser nicht anlegen. Junge, der haut dich aber noch mit. Der haut ja schon bei einer Eisenrüstung oder ein bisschen bei der Diamantrüstung da noch gut Schaden raus. Aber diese Bären sind genial. Ich glaube, die retten uns jetzt am Anfang gerade echt den Hintern. Ich meine, die Fische sind gut zum Überbrücken, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, wie viel man da in der Menge mal hat oder wie schnell die auch nachspawnen, sage ich mal. Das weiß ich nicht. Ja, wir könnten ja trotzdem gucken, dass wir uns unsere, dass wir hier unten diese Vertiefung hier, dass man das irgendwie so als Mine benutzt oder so, weißt du? Dass man sich da runterbuddelt auf entsprechende Höhen, um da halt Diamanten und so zu farmen, weißt du? Jo, können wir als Keller machen. Ja, genau. Sozusagen genau als, oh, was ist denn hier? Ach, das ist das Ding. Okay, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir mal hier ein bisschen an. Die behalte ich, die nehme ich. Ich stecke schon mal so ein bisschen hier was ab. So. Also Freunde, ich sag mal so, ne, das wird das erste Haus. Das wird jetzt nicht mega schön, so, sondern das ist am Anfang, dient es eher der Praxis, dass man hier nicht so auf offenem Feld hier immer ja, verkehrt, sage ich mal.
habe ich das denn gemacht? Eins, nee, da hinten drei. So ein Ding, das könnte ein Gebäude sein. Ey, das wäre echt genial. Sieht so komisch aus. Oh. Ich brauche ein Boot dafür. Ich kann dir ein Boot geben hier, wenn du magst. Also, jo, ich komme mal vorbei. Jo, warte, ich habe nämlich eins gemacht hier. Gönn dir. Na, ja, wow. Geht so mega ab auf dem Eis. Ja, das ist so gut. Jetzt bin ich aber falsch gefahren. Das ist doch echt genial. Diese Boote auf dieser Eisbahn, die sind so krank. So, ich glaube, das mache ich erstmal so. Und dann, dass man einfach nachts ein sicheres, ja. So, ich bin hier jetzt, aber das ist, glaube ich, gar kein Gebäude. Nee, ich dachte, das wäre so ein Iglo oder so. Oh, das ist krass, da hat man ja oft schon so einen Villager, einen Zombie-Villager und sowas da am Start, ne? Das ist schon echt. Aber ich erkunde hier trotzdem mal gerade ein bisschen weiter. Ja, mach auf jeden Fall, wir brauchen ja. Wir müssen ja eh wissen, was hier irgendwo in der Nähe ist, sage ich mal, ne? Ist echt, ich mag das aber auch gerne, so also diese Anfänge, wo du nichts hast und du dir erstmal alles erarbeiten musst. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also da bin ich echt immer ein Fan in Minecraft auch so. Und ich finde es aber auch cool, dass das unsere Zuschauer auch mal sehen können, ne? So wie man einfach von null anfängt und wie es dann ist, wenn man sich dann so eine dicke Base aufbaut oder so eine Stadt aufbaut. Das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Ja, hier ist nichts mit rumpimmeln. Wir müssen hier schon ordentlich rein. Hier wird geklotzt, ne? Ja, Mann, geklotzt wird hier. Also, hier ist einfach gar nichts. Ja, heftig. Habe ich noch. Oh ja, perfekt. Ah, Nase juckt. Wow. Oh, nee, ein Endermann. Ja, boah, pass bloß auf. Dann haben wir noch Zeit, ein bisschen noch bis zur nächsten Nacht, okay. Nehmen wir ein paar Sachen hier mit. Ja, Leute, ihr seht schon, ne, jetzt fangen wir langsam an, uns schon mal ein bisschen in die oberen, also an die Oberfläche zu wagen. Ist ja auf Dauer, macht es auch Sinn. Ich meine, wenn man sich überall hier nur versteckt, das ist nicht so, ja, macht nicht so, nicht so den Sinn hier unten. Im Unterhalb, wo die Monster auf einen drauf droppen. Ja, wie eben, jetzt mit der Creeper, der mich da voll erledigt hat, das habe ich gar nicht, der Creeper, der Zombie, ich habe den von hinten gar nicht gesehen. Ich war mit einem Skelett, ach, mit einem Skelett, sag ich schon, ich war mit einer Spinne und einem Zombie am Kämpfen. Auf einmal kommt von hinten noch ein Zombie und haut mich da voll weg. Ja, das war nicht so schön. Ja, die hatten auf jeden Fall richtig Bock, die Jungs, ne? Gerade da. Ach so, ja, das habe ich natürlich vergessen. Cool. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier sehen, dass wir jedes Mal nachts schon mal safe sind hier. Hier habe ich natürlich das Wichtigste vergessen.
bin hier total lost, ey. Oh, oh. Pass auf, es wird bald dunkel, ne, Bro? Pass bloß auf. Hier sind deine Koordinaten. Minus 174 und 388. Okay, warte mal. Und wie sind meine Koordinaten noch verbuggt? Oh. Nicht so gut. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich hoffe auch. Jetzt muss ich die Nacht hier auf dem Meer verbringen. Oh, wie romantisch. Bisschen angeln. Aha. Sagst du ein bisschen mit den Ertrunkenen flirten? Ja. Also ich habe jetzt auch außen schon ein paar Fackeln hingestellt. Also wenn du müsstest auf jeden Fall von Weitem auch irgendwann so Fackeln sehen. Da müsste irgendwas Helles kommen dann bei dir. Ich stelle jetzt einfach sporadisch einfach auf den Boden, dass hier in dem Umkreis jetzt nicht so viel spawnt. Ja, ich sehe, ich bin hier schon wieder an der Baumgrenze. Jetzt gleich. Na, ist doch gut. Ja, mal drüber boosten. Oh. Ah ja, da sehe ich doch die Hütte. Nice. Genau, wir bräuchten ein paar Betten, aber hier gibt es keine Schafe, ne? Nee, Mann, das ist es. Ja, komm rein, Bro. Also hier sind wir auf jeden Fall schon mal sicher, schon mal bis auf halt Spinnen, ne? Ja, Spinnen. Ich klopp die mal hier. Na, ich sag mal, vielleicht kann man sich dann noch mit diesen Fädendingern wieder so ein... Ja, ne? Es gibt Schöneres in einem Haus als so einen richtig schönen Sandboden, ne? Toll. Brauchst du Hilfe? Das sieht so viel aus bei dir da. Hier passt schon. Pass auf, das ist ein Endermann auch, ne? Ja, den guck ich nicht an. Pass auf, der will dich richtig, glaube ich. Der will dich hart und schnell. Ich versuche das Skelett immer vom Leib zu halten, Mann. Droppen aber auch nicht, sie spinnen. Boah, pass auf, der Endermann. Ihr seht, ich habe hier schon so ein paar Fackeln hingestellt, dass man hier wenigstens ein bisschen sicherer ist, dass hier nicht so viel spawnt hier in dem Umkreis hier, ne? Aber pass auf, da hat uns ein Zombie gesehen. Ich frage mich zwar eben, warum ich diese ganzen Schneebälle abgebaut habe, aber jo, alles cool. So, jetzt lernt ihr mal von einem chilligen Bro, von meinem Boomer-Bro, der hat hier immer so an den Türen innen so Schalter gebaut, dann muss man nicht immer die Türen zumachen, das ist richtig praktisch irgendwie. Das habe ich mir immer angewöhnt zu machen, das ist immer richtig geil, oder? Ne? Dieses mit dem, dass man diese Fackeln einfach, diese Trittplatten einfach da hinsetzt vor die Tür, oh, dass Mann, du einfach... Das ist schon Standard, ich helfe dir mal. Jo, danke. Ja, ich wollte einfach nur fixen Holzboden, dass man nicht diesen, ja, den Sandboden hier hat, so, weißt du, was ich meine? Danke, Mann. Alter, geh nicht raus. Da sind 5 Creeper um die Ecke. Und der Enderboy, der will uns auch, glaube ich. Der guckt schon so. Hast du noch Holz für eine Kiste? Ja, warte kurz. Ich wollte hier gerade was craften. Warte einen Moment. Give me a second, Bro. Give me a second. Ich habe das Glas hier rausgenommen und da Fische reingetan. Ja, das ist perfekt. Ah, perfekt. Geil, oder? Das spart sogar noch, das kostet nicht so viel wie Dingens, ne? Ja, das ist ein bisschen... Oh, sorry, ich wollte ja da gerade nicht in die Parade rennen. Ich habe gedacht, die sind auch nicht schlecht für den Anfang, so diese, ne, diese Fächer da. Hier hast du 2 Fische. Oh, korrekt, danke, Mann.
Ja, guck mal, jetzt habe ich so ein kleines Regal schon mal hier, ne? Guck. Voll So gut. für den Anfang einfach, weißt du, so. Da kann man schon mal ein paar Sachen positionieren drin, so, also auch lagern. Ja, Bro, ich sag dir was, uns fehlt, Mann, uns fehlt Looting hier. Also hier, ne? Ja, Fadenmann, nice. Oh, wo bist du denn? Ja, hallo, komm zu Papa, Hallöchen. So, also drei Crits mit dem Steinschwert, dann ist der Zombie auch weg, ne? Also. Pass auf, da kommt einer, pass auf, Bro, pass auf, nee, hinter dir, hinter dir, hinter dir, pass auf, pass auf, pass auf. Boah, hier sind echt viele Creeper und Skelette. Ey, die Idee finde ich echt ziemlich genial eigentlich mit diesen Sträuchern hier so. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. So ein kleiner, wie so ein kleiner Garten quasi, sage ich mal. Ja, da verletzt du dich auch nicht. Jo. Das ist doch nicht so für Noobs wie uns. Pass auf, Skelett. So, Skelett ist weg. Ich wollte eigentlich hier die Spinne haben. Wo ist die denn jetzt hin? Die Spinne hat nicht so viel Bock gehabt, glaube ich. Irgendwer da oben. Ah, Creeper. Oh, das hat mich natürlich auch noch gesehen. Ach, Bro, mach doch nicht diesen. Ich möchte doch nur Fäden, damit wir uns dann kuschelig hinlegen können. Finish eben. Jo. Ah, und ein Zombie. Nice. Boah. Pass auf. Ein Skelett von hinten. Pfeil im Genick stehen, in der Schulter stecken. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Die haben ja richtig Bock hier. Weißt du, das fing eigentlich damit an, ich wollte eine Spinne killen. Alter, guck mal, das ist dieses andere Skelett, siehst du das? Dieses, was nur in Eisbiomen spawnt. Ja, mit den Pfeilen. Ja, die haben diese verzauberten. Eispfeile, Boah, dass du dich so. Oh, der Creeper. Warte, kann ich das so machen, dass er den Creeper abschießt? Ah, guck helf mal! dir. Warte, ich hol mir das. Oh Junge, das macht aber Damage, du. Ja. Der ist hier runtergedroppt. So. Jo. Das droppt gut Pfeile, das Ding. Das ist so Zombie-Tennis. Ja, aber richtig, Mann. So, ich muss mich mal gerade reggen. Ronald reggen. Ronald Reagan. Boah, pass auf. Oh, da kam er. Wupp, Füße hoch, da war. Der war flach, Bruder. Ich muss mich Ronald Reagan. Alter. Ah, ich habe Schmerzen. Ah. Ich habe Ronald Reagan, ey. Wow. Ja, ein Eispfeil habe ich hier. Pfeil der Langsamkeit. Ja, das sind die, genau. Ein Bogen. Oh, das Den ist auch aber finde nice. ich kaputt. Ich tu den mal hier rein, bis wir ihn reparieren können. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, Bro. Aber irgendwann geht das auf jeden Fall auch. So, guck mal, und was sagst du zu unserem ersten, ja, Regal hier so ein bisschen hier? Wisst ihr? Ich habe es so Sehr gemacht. schön. Da haben wir schon mal für den Anfang schon mal ein bisschen einmal Lager und einmal Öfen, wo du halt so Sachen brutzeln kannst. Super. Jetzt bräuchte man nur Betten, ne, so ein bisschen. Das wäre ganz cool. Dann wäre ich echt ganz amused drüber.
So. Ja, und ja, Lager haben wir ja hier mit den. Ah, perfekt, hier hast du das Rotten Flash. Soll man dann machen? Ich mache eine der unteren Kisten, mache ich so Essen rein. Da würde ich diese Beeren und so was reinpacken. Jo. Hab ich doch Achtung, Monster. Endermann. Ja, die haben echt Bock im Moment, die Jungs. Die draußen. Oh, nee. Rex. Ja, das ist das Blöde, dass diese Creeper nicht die spawnen irgendwie, ne? So, ich splitte die Kohle mal ein bisschen auf in die Öfen. Ja, Bro, hast du irgendwie das Lager verwechselt? Ich habe in einem Ofen eine Holzaxt gefunden. Ja, als Zunder. Ja, das stimmt eigentlich. Ich dachte so, hä, what the fuck, was ist das weg? Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so dumm, die Idee. Das ist voll geil. Wow, nicht schlecht. Ja, aber ist doch gar nicht mal schlecht, so für den Anfang. Ich meine, so unser erstes Häuschen, so, weißt du, so kann man echt schon mal was mit anfangen. Oh, ich muss wieder ein bisschen Holz fällen gehen. Dann machen wir so ein kleines Dach drauf, dass auch keine Spinnen mehr nachts reinkommen, dass man auch nachts, weißt du, safe ist, so. Hier ist so eine Spinne. Oh, wow, die Spinne springt, macht keinen Schaden. Ich nehme Schild weg, dann haut sie mir Schaden rein. Okay. Ach, Bro, ich würde dir übrigens sagen, ich würde dir sogar am Anfang sogar eher empfehlen, eine Axt zu nehmen zum Schaden machen, weil eine Axt macht nämlich mehr Schaden als ein Schwert, ne? Okay. Ja, guck mal, eine Axt macht pro Schlag 9 Schaden und Schwert macht 5 Schaden. Also, das ist schon. So, okay, cool. Also killt Monster mit der Axt schneller. Du kannst natürlich später, wenn du verzettest, ich weiß halt nicht, ob man auf eine Axt, da kannst du, glaube ich, keine Plünderung draufpacken. Dann macht es halt Sinn, dass du dann wieder mit Schwert agierst. Ne? Aber, jo, das stimmt. Aber bis dahin, jo. Okay. Ich fäll gerade noch so ein bisschen Bäume hier. Weil Holz kann man auch gut brauchen. Schade ist natürlich, dass diese Fichtenbäume, dass die keine Äpfel geben, ne, wie die Birken- oder Eichenlaubbäume. Das würde uns echt sehr helfen, finde ich. So. Ja, sick, ich finde die Stelle schon schön auf jeden Fall. Am Start natürlich was schwierig, aber schön ist sie. Ja, wird langsam, wird langsam. Ja, easy. Auf jeden Fall. Wie gesagt, Leute, das ist ja noch kein spektakuläres Haus, was ich hier mache. Das ist einfach so eine ganz simple, ja, Anfangskonstruktion. Einfach, dass man Schutz hat und so, dass man halt eine kleine Safe Zone hat. Das heißt, die richtig chilligen Sachen, die bauen wir später, wenn wir die Ressourcen und alles auf jeden Fall haben. Am Anfang geht es erstmal nur ums Überleben, ums nackte Überleben. Ne, Bro, was sagst du? Ganz genau. Ja, fühle ich. Survival. Genau. Oh. Habe ich noch Fackel? Ah, das ist nicht so schlau. Warte. Ha. Oha, nice. Ich habe mir nur das Zeug aus der Truhe genommen. Ja, sagst du, easy, so kann man auch Achievements farmen. Jo, ich gehe ein bisschen nach Eisen farmen. Ja, das ist ganz gut auf jeden Fall. Ich meine, mit den Beeren haben wir es ja eigentlich schon ganz gut. Ne? Ich meine, durch die Beeren haben wir ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Nahrungsversorgung auf jeden Fall. Wir haben noch 2 Fäden. Wir müssen das auf jeden Fall mal testen, ob das klappt mit den, mit den Fäden dann. Das wäre natürlich, ja gut, da brauchst du halt auch viele Spinnen. Ne? Das ist halt aber gut. Ja, auf jeden Fall zu viele Spinnen. So ein Spawner wäre ganz gut dafür. Oh ja.
Ja, Spawner wäre echt was, aber wobei, das gibt's ja jetzt auch öfter, dass man so überirdisch Spawner hat, ne, so. Echt? Ja, habe ich schon letztens gesehen. Ich war in so einem, da habe ich einen Zombie-Spawner direkt oben gefunden in so einer Höhle. Ich denke so, das war auf unserem anderen Server, weißt du? Und da habe ich gedacht, ach komm, guckst du mal, was da so gibt, ne? Und dann sehe ich auf einmal, dass da so ein Spawner einfach in so einer Höhle ist, so voll, quasi fast überirdisch, so. Das ist richtig krass gewesen. Sieht man auf jeden Fall selten. Aber dann brauchst du ja halt auch erstmal den Spinnen-Spawner natürlich, ne? Oder halt Schafe. So. Ja, man kann Man die das. Dinger eigentlich in Boote laden? Was denn? Schafe. Das ist eine gute Frage. Schafe in Boote laden. Das ist echt eine gute Frage. Ich gehe mal gucken, ob ich noch ein paar Fische irgendwo finde. Boah, ich bin jetzt schon bei Level 10, Mann, nachdem. Boah, Junge, wo wir nachts so am Fighten sind immer. Ja gut, ich sag mal, irgendwann brauchen wir eh die XP für den VZ-Tisch, ne? Dass wir uns dann VZ'en können. Jo. Aber das ist ja im Moment noch Zukunftsmusik. Aber verhungern werden wir nicht, Bro. Ich habe gerade nochmal Beeren geerntet. Ich habe jetzt 33 Beeren. Also da sind wir auf jeden Fall erstmal solide dabei. Ja, die wachsen echt schnell nach. Das ist gut. Hätte ich Gut, ich jetzt nicht meine. gedacht, dass es so schnell geht. Ja, ich meine, du brauchst Aber die bringen natürlich. auch nur Ja, eine Nahrung, da ne? musst du halt auch viel essen, damit du da überhaupt einen Effekt hast. So. Definitiv. Oh, ist ein Eisbär. Hat er ein kleines dabei? Bro? Ne, hat er nicht. Guck mal. Aha. Boah, der Eisbär ist aber schon eine Maschine. Wow. Alter, der hat voll das Geräusch gemacht. Ich dachte, der ist voll aggro, aber war doch nicht. Kämpfst gegen den? Nee, ja, genau. Ich hab. Ja, safe, Mann. Ich hab keine Rüstung und nix an. Aber hey, ich lebe für Eisbären an. Na klar. Also ich habe noch nie gegen so ein Vieh gekämpft, deswegen weiß ich nicht, wie stark die sind. Ich möchte es auch nicht unbedingt ausprobieren. Ich glaube, die tun schon weh. So, eben noch. Ich glaube, hier unter uns in den Wassern hier ist überall voll das Höhlensystem irgendwie drin, glaube ich. Da siehst du überall so Schluchten unter Wasser, so. Siehst du, wo habe ich meine Tür gelassen? Für zum Unterwasseratmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, voll geil. Voll das Survival-Ding auf jeden Fall mit der Tür. Die Tür regelt. Aber ich glaube, das ist so ein Albino-Kaninchen, was hier hüpft einfach. Das hat auch so rote Augen, weil früher hatten immer diese Killer-Kaninchen auch rote Augen. Ich sagte, musst du mal googeln, die gab es wirklich mal, diese Killerkaninchen. Ich glaube, die haben das nur noch auf schwer oder sowas drin oder so. Die haben sie auf normal rausgenommen. Weil die haben immens Schaden gemacht. Die haben dich echt Ja, schnell Gott sei gekillt. Dank. Glück für uns. Ja, die haben dich auf jeden Fall echt schnell gekillt. Ey, diese Beeren wachsen echt schnell, das ist super. Ja, also haben wir schon mal ein erstes sicheres Häuschen, Mann. Immerhin, immerhin. Bist du gerade noch im Untergrund unterwegs, oder? Jo, ich farm hier Eisen. Oh, sehr gut. Hast du da Eisen? 12 habe ich mittlerweile. Schön, das ist gut. Das ist richtig gut. Ah, Eisen ist immer gut.
Damit du Bescheid weißt, Bro, jetzt die Sonne geht langsam unter, nicht, dass du dir gleich irgendwie von Monstern irgendwas überrumpelt wirst, da. Ich bin gerade eh auf dem Weg nach oben. Ah, perfekt, da ist meine Tür. Die vermisste Tür. Oh, hier sind noch viele Steine, das ist gut. Ich nehme ja schon mal was mit an die Oberwelt hier. Das ist eine Survival Base hier. Ah, pennen ist leider noch nicht. In welche Richtung warst du eigentlich gerade unterwegs? Sonst habe ich auch immer überlegt, ob ich da nicht mit dem Boot einmal was irgendwo erkunden fahre. Ich meine, irgendwo muss ja irgendwo was sein. Weißt du? Ich bin einmal ringsrum gefahren. Ach, krass, okay. Und das ist das Ding. Aber nichts Spannendes gewesen. Ist besser. Ah, da sind schon zwei Zombies. Creeper. Skill. Oh nein, das ist ein Baby-Zombie da hinten. Oh je. Die machen am Anfang nicht so viel Bock. Machen eigentlich Schneebälle. Ich auf jeden Fall in Acht vor denen. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Ich bleib schön aus. Wobei, die haben eine gute weite Blickrange. Die sehen einen ja mega schnell so an der Stelle, glaube ich. So. Ja, ich würde mal sagen, liebe Freunde, dann mache ich an der Stelle wieder einen Break für die Folge 2. Ja, hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Ihr seht, es geht ja langsam voran. Und für einen Bro das zu machen, macht richtig viel Spaß. Und dann würde ich mal sagen, schönen Abend, genießt die Zeit und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.